Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zurück zu einem Siedler-Tutorial. Wir machen endlich weiter hier bei diesem kleinen Aufbau, den wir bisher haben. Und das Problem ist, dass wir uns zwar bisher hier bewegen können, ungefähr so. Das ist auch recht flüssig und recht angenehm. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, ähm, wir können nicht scrollen. Es wäre vielleicht ab und an mal besser, ein bisschen Überblick über unsere Karte zu haben. So dass wir ein bisschen hin und her scrollen können. Und um das zu machen, müssen wir natürlich einfach nur das Skript verändern. Hm. Dafür öffnen wir das Skript erstmal. Und ähm, um dieses Scrollen überhaupt hervorrufen zu können, brauchen wir natürlich erstmal eine Kamera. Das heißt, wir machen einfach eine Public-Kamera-Kamera. Kamera. So. Und die nennen wir einfach Cam, um es kurz zu halten. Und dann brauchen wir noch einen public Float, ähm, Scroll Speed, einfach äh, eine Geschwindigkeit, mit der wir das ein bisschen steuern können, wie schnell wir scrollen. Denn ohne sie wird das ziemlich langsam. Und jetzt nehmen wir einfach diese Cam. Punkt, Field of View plus gleich Input. Punkt Get Access, Maus scroll wheel. Das heißt wirklich so. Das müssen wir wirklich so eingeben. Und äh, dann tun wir dazu einfach den Scroll Speed hinzugeben. Und schon können wir hin und her scrollen. Wir speichern das mal und probieren es einfach mal aus. Starten das. So. Und jetzt Sollten wir nichts sehen, denn ich habe noch nicht die Kamera hinzugefügt. Das heißt, ich muss hier fix die Kamera hinzufügen und den Scroll Speed einfach mal auf 10 setzen. Und jetzt können wir scrollen, was das Zeug hält. Problem bei der Sache ist, erstens, wir können sonst wie weit weg scrollen, was vielleicht nicht so geil ist ab einem bestimmten Punkt. Und ein weiteres Problem ist, dass wir irgendwie doch. Ähm, in die falsche Richtung scrollen. Denn wenn ich nach unten scrolle, dann sollte ich eigentlich nach hinten weggehen. Also ist man es ja eigentlich gewohnt. Und nicht nach vorne. Und deswegen müssen wir das erstens noch umdrehen. Sodass wir hier einfach nur ein Minus reinsetzen, also Minus gleich. Damit sollten wir das hier eigentlich schon geschafft haben. Wenn ich jetzt nach vorne scrolle, gehe ich näher ran und nach hinten gehe ich weiter weg. Genau so sollte es sein. Und jetzt müssen wir vielleicht noch irgendwie das Field of View ein bisschen begrenzen. Das heißt, wir sagen einfach nur Cam Field of View ist gleich math. Also das hat nichts mit math zu tun. Das wird nur so komisch ausgesprochen. Ähm, Clamp. Und jetzt nehmen wir erstmal als ersten Wert einfach Cam Field of View, weil das ist... Ähm, der Wert, den wir begrenzen wollen durch diese Funktionen, die wir hier haben. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir einfach Grenzwerte festlegen. Ich sage jetzt einfach mal 25 und 100. Das sind relativ gute Werte, würde ich sagen. Und wir probieren es einfach mal aus. Starten das Ganze. Scrollen nach vorne. Und hier ist Schluss. Hier sieht man die Ecke, die verändert sich nicht mehr. Und jetzt scrollen wir nach hinten. Und jetzt ist hier Schluss. Hier geht es nicht weiter. Und ja, jetzt haben wir doch einen guten Scrollmechanismus mit eingebaut. Und das wäre es auch für heute erstmal schon wieder, denn äh, ja, meine Zeit ist derzeit etwas knapp. Auch wenn ich letztens dieses ewig lange Video gepostet habe, aber das war eines der wenigen Male. Und... Ähm, ich hoffe, dass wir hier bald mal wieder ein bisschen weiter vorankommen, aber gerade eben konnte ich mir nicht so viel mehr ausdenken, was wir noch hier äh, als nächstes machen. Und deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das kann leider mal passieren in der Prüfungszeit. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, tschüss.